Egal, wir gehen weiter. Lande ich da jetzt sofort im Quartier oder kann ich den Stück noch laufen? Ne, ich bin sofort drin. Okay, dann fällt das weg. Okay, hier vielleicht, bei den dreien hier. Du willst mit uns spielen? Nein. Ich glaube, die würden sich schon zu erkennen geben. Ach, hier auf Parkplatz ist nie ein Mensch, ne? So, dann gehen wir weiter. Ja, wenn ich jetzt keinen mehr finde, müsst ihr mir einfach mal sagen, wo die stecken. Also in der Übungshalle wird definitiv keiner sein. Was mit dir? Ja, ich spiele einfach mal mit dir. Aha, schön. Aha, schön. Zack, so geht das. Aber ich glaube, selbst den Kaktor haben wir schon. Ja. Ich nehme mal eine Stichraupe mit. Ja, also der war es auch nicht. Dann müssen wir jetzt auch in die Bibliothek. Unser Garten kann fliegen. Ist das nicht großartig? Wir können immer fliegen, ohne etwas zu bezahlen. Ja. Wer bist du? Magst du spielen? Ja, klar. Aber auch immer die gleichen Karten irgendwie, ne? Ich nehme nochmal so eine Drachen-Isolde mit. Ich habe irgendwie das Gefühl, die brauchen die. Medica! Ich komme immer wieder hier, weil ich keinen Bock auf Unterricht habe. Jetzt werde ich alle Bücher durchlesen. Bisher hatte ich nicht die Gelegenheit dazu. Ich werde das schaffen. Okay, du redest nicht mit mir. Was ist mit euch beiden hier hinten? Du willst gegen mich antreten? Yo. Es sind echt immer die gleichen. Würde mich nicht wundern, wenn da jetzt sogar einer wieder hier, Drachen-Isolde auspackt. Und schon wieder geworden. In dem Bereich können wir unsere Meinungen abgeben, nur die Aufseher nicht mehr da sind, weil wir die Bücher nach unseren Wünschen bestellen. Ich will Sachbücher. Also viele habe ich jetzt nicht, also ich habe gar keinen gefunden. Der ist jetzt weg. Bist du der Joker? Hallo? Nein. Mal gucken, ob einer von denen mit mir spricht hier. Nein, durch die gehe ich durch. Nein, doch nicht. Hallo, wer bist du? Bube. Warte, warte, Bube, warte, 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 warte. Einmal will ich noch. Du hast bestimmt aber gute Karten. Ich brauche vernünftige Gegner gerade, ey. Das ist doch mal eine Karte, weißt du? Habe ich zwar schon, aber egal. Aber das ist wenigstens was Vernünftiges, weißt du? Aber der hat sich selbst ausgenockt hier. Alles blau. Das ist toll, ne? Ich nehme nochmal diesen Blitzer mit. So, das Einzige, was mir jetzt noch einfällt. Ja, ich muss jetzt suchen hier. Was ist eigentlich mit dir, Opa? Du bist auch keiner. Hast du jetzt eigentlich mittlerweile... Ich weiß noch, damals haben wir sogar Ifrit gegen den verloren. Ich frage mich bis heute, warum.
Da braucht man, also wie man hier spielt, braucht man noch nicht mal wirklich denken. Scheiße! Da habe ich mich selbst, mal für bescheuert erklärt. Habe ich den nicht eigentlich schon? Ich muss absichern. So. Geht doch. Ja, Behemoth habe ich schon. Nehme ich aber trotzdem mal mit. Okay, wir wollen einmal raus. Hey da! Ihr könnt nicht einfach hinaus. Geht zurück. Ach ja, stimmt ja. Ah, herrlich. Wer bist du denn? Ach, schon wieder Bube. Redest du eigentlich auch einen normalen Text? Wie geht's? Wenn du willst, können wir spielen? Nein. Schon wieder Geld. Cool. Und dann gehen wir mal in die zweite Etage. Gehen wir da mal gucken. Da haben wir ja noch unseren Klassenraum. Im Keller ist sowieso nichts. Hi, das ist ja wohl ein Ding. Ich hätte nicht geträumt, dass du sogar fliegen kannst. Ja, ja, hatte ich vergessen. Ja, wow, wow, wie unglaublich blöd. Fangen wir an hier. Komm, gib mal Gas. Und die fangen aber auch immer mit dem gleichen Scheiß an. Immer. Oh. Oh. Aber egal. Und dann packt der so einen Schrott aus, ne? Also der kriegst du einen am Apfel. Aber egal, nehmen wir mal mit. Aber er was ist auch kein Neuer. Ja, ihr vielleicht? Ein Kartenspiel? Warum nicht? Ich bin stärker als mein Bruder. Ah, ja. Okay, das hast du jetzt mal gut gemacht. Aber das... Oh Mann. Ich kann hier spielen, wie ich will, das ist einfach. Ich nehme mal diesen Adam Tamay nochmal mit. Was mit dir? Ach, die andere Spiel... Redest du? Redest du? Hi, wer bist du denn? Die wollen alle spielen, das sind alle keine CC-Freaks hier. So, wer seid ihr denn? Cheap Fan Club. Fanclub. Oh. Ich will einen CC-Freak haben. Ist vielleicht hier einer? Jetzt haben wir gleich wirklich alles durch, ne? Ach, Fisherman's Horizon ist ja hier. Dann wollte ich jetzt eigentlich nicht. Stimmt ja. Das ist doch jetzt ein Kerl. Nein. Wer bist du? Wer bist du? Wer bist du? Hallo? Ey, stopp. Kann ich durch dich durchlaufen? Hey, Squirrel, wollen wir Karten spielen? Oh. Wo sind die CC-Freaks, wenn man sie braucht, ne? Naja, egal. Jetzt sind wir auf jeden Fall oben. Da sollten wir hin. Hallo, Schulsprecher! Schulsprecher? Das ist dein Rang. Ich und Christus haben uns das ausgedacht. Sorry, dass wir das ohne dein Wissen beschlossen haben, aber wir müssen uns hier aber aufteilen. Ich werde mich innerhalb des Gehalts um den Nachwuchs kümmern. Ich werde zusammen mit Dr. Kanowaki nach den Schülern sehen. Dein Aufgabengebiet umfasst die Routenplanung und das Strategische. Ach ja, lass Selfie ein wenig ausruhen. Sie meinte, dass alles in Ordnung wäre, aber das mit den Raketen scheint sie mitgenommen zu haben. Und? Okay? Okay, einverstanden. Gut, ich habe schon etwas zu berichten. Hi, Squirrel!
Ach ja, du weißt doch, dass sie noch von der FH den Garn repariert haben. Die Arbeiten sind jetzt fertig, das heißt, der Garn kann wieder fliegen. Übrigens bin ich jetzt für die Steuerung zuständig. Die Leute von der FH haben mir alles erklärt. Überlass mir also das Steuern. Sag mir einfach Bescheid, wenn du los willst. Wohin jetzt? Leider haben wir zu wenig Infos. Hört mal, wie wär's, wenn wir kurz nach Ballab zurückgehen? Wir haben schließlich die Stadt beschädigt. Wie es wohl dort aussieht? Vielleicht passiert in Ballab genau dasselbe wie in FH. Es ist ja ebenfalls eine Hafenstadt. Du hast recht. Was machen wir, Squall? Erstmal gucken, ob er Karten spielt. Was hat die Hexe vor? Welcher Schaff wäre einleuchtend? Das glaube ich nicht. Spielst du Karten? Wo mag das Schiff wohl jetzt sein, auf dem Elione ist? Ich meine, was sind das eigentlich für Leute auf diesem Schiff? Spielst du Karten? Hey, ob du es glaubst oder nicht, ich bin gut im Kartenspielen. Yo. Spielen wir. Ich habe auch das komische Gefühl, die müssen ja noch nicht mal... Ich glaube, vielleicht sind die ja noch nicht mal hier im Garten. Hey, aber die Karten sind nicht schlecht. Und da kommt so ein Lappen hier um die Ecke. So. Okay. Legen wir ab? Jo, komm, lass uns ablegen. Wir wollen los. Die Route lege ich unterwegs fest. Die Mannschaft soll sich bereithalten. Verstanden. Hier spricht die Brücke. In Kürze wird der Garten seine Reise fortsetzen. Bitte anschnallen. Schulsprecher Scroll möchte vorher seine Antrittsrede halten. Wie bitte was? Darauf habe ich keinen Bock, Mann. Schalte das Mikrofon aus. Okay, ich gehe nach oben. Selfie geht nicht. Komm, wir nehmen... Doch, nee, wir wollen uns... Komm, wir müssen ja auch mal... Wir nehmen mal die beiden mit. So. Das, was Zell hat, kriegt Quistis. Und das, was Irvine hat, kriegt Rinoa. Steuerung. Vorwärts. Rückwärts. Ein- und aussteigen. Okay. Hey! Was ist das denn? Will ich mit Rinoa quatschen? Nee. Ah. Ah, genau, da sollten wir ja hin, nach Ballam. Mann, hier waren wir ja schon... Ui, das ist ein Loch, guck mal. Hier ist unser Loch, hier sind wir wieder zu Hause. Hä? Oh, ein Kampf. Oh, Entschuldigung. Zwei Beißkäfer. Boah, guck dich mal meine neue Klinge an, die ist rot. Auch wie nur das Ding sieht neu aus. Ja, sie ist ja noch ein bisschen geschwächt. Ah, ich wollte jetzt auch mal die Weiber trainieren. Aber das ist doch der... Das ist doch der Galbadia-Garten, oder bin ich blöd? Was ist denn hier los? Sind das Galbadianer? Ja, sind es. Oh Mann.